Hallo, meine lieben Fußballfreunde, und herzlich willkommen hier zurück. Krass, Klassenfahrt. Es geht endlich weiter. Ich habe jetzt das Wochenende über gewartet. Ich bin extra nicht auf den Kanal gegangen, obwohl die Versuchung echt groß war, um nur zu gucken, wie die Folge heißt. Aus Mitleid mit ihm schlafen, Fragezeichen. Folge 13 und jetzt gleich. Denn es ist jetzt gerade Montag, der 13. glaube ich ist heute. Ist heute der 13.? Ich weiß es gerade gar nicht. Zum Glück nicht Freitag. Ja, es ist der 13. Und jetzt gerade ist 15.30 Uhr. Das bedeutet, ich nehme jetzt dieses Video auf und direkt gleich im Anschluss schaue ich mir Folge 14 an. Das heißt, ich kann zwei Folgen hintereinander schauen, werde darauf reacten. Ich freue mich mega. Ich bin richtig gespannt, was passiert. 16 Minuten geht die Folge. 16. Das ist schon lang. Lautstärke passt. Werde ich ja sowieso anpassen. Und dann würde ich sagen, gib ihm. Natürlich unterstützt durch Rhino Shield. Okay. Wir könnten ja wahre Freunde werden. Das ist ein Angebot. Nein, ihr seid doch YouTubers. Georg, wir machen ein Quiz, wer mit Frau Ostermann ein Date haben darf. Ich verstehe nicht, wieso Leila so reagieren musste. Du hast es nicht verdient, so behandelt zu werden. Und deshalb möchte ich ein bisschen aufheitern. Wir treffen uns heute Abend bei dir, okay? Wollen wir einen Dreier haben? Dann hätte die Folge. Ich finde das Intro echt geil. Aber ich kann nicht sagen, ist das geiler oder das aus Staffel 1? Jürgen! Ich bin gespannt, wie geht's weiter? Anastasia! Ich muss dir was erzählen. Was ist passiert? Oh mein Gott, ich muss dir das jetzt einfach. Aber du darfst nicht lachen, okay? Oder eigentlich, du musst lachen. Also, du weißt doch, ich und Georg, ne? Habt ihr es getan? Nein, ja, also. Hör zu, wir wollten und es war so richtig geil und es war richtig cool und dann plötzlich macht er seine Hose runter. Ey, der war so klein. Der war so klein. Ich dachte, er hat einen großen. Hey, das ist saugemein. Warum? Du hast Gefühle. Du hast bestimmt seine Gefühle verletzt. Oh ja, ich konnte mich nicht mehr beherrschen. Ich meine, stell dir vor, so ein klein. Aber immerhin warst du ehrlich zu ihm. Ja. Aber wo wir bei Ehrlichkeit sind, du warst ja etwa vorhin bei Zeus. Einfach nur, um ihn zu beruhigen. Und ich kann ihn ja verstehen. Aber ich möchte ihm irgendwie ein bisschen helfen. Und wieso? Weil er sich so schlecht fühlt. Er ist so. Ihm fehlt einfach das Selbstbewusstsein. Und was willst du machen? Ich hatte eine Idee. Pass auf, was ist, wenn ich mit ihm schlafe? Einfach damit er ein bisschen selbstsicherer wird. Aber ich dachte, du stehst auf Frauen. Also, das stimmt. Warum willst du dann mit dem Schütz schlafen? Ich weiß nicht, ich bin da nicht mehr so sicher. Vielleicht muss ich ja einfach nochmal jemandem nah sein, also jemand Männlichem. Vielleicht bin ich ja auch einfach nur bisexuell. Ja, okay, wenn du meinst, dann. Vor allem, ich kann Zeus einfach damit helfen. Und ich mache auch noch Sport. Hauptsache den Sporteffekt hier mit reinbringen. Wie viele Kalorien verbraucht man nochmal, wenn man Sex hat? Ich weiß es nicht, ich habe da mal irgendwie sowas gelesen. Aber ich finde Leila schon gemein. Also klar, Mädchen reden dann darüber, aber mir tut Georg echt leid. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, wenn man das erste Mal hat, da funktioniert doch nie alles auf Anhieb. Nie, nie funktioniert da alles auf Anhieb. Also verbrenne ich auch noch ein paar Kalorien. Ja, dann mach. Ja, es passiert so viel zur Zeit hier. Ich meine, mal ist der eine mit dem anderen zusammen, mal ist er schwul, mal ist er traurig. Wir sind gerade mal 4 Tage auf Klassenfahrt. Was soll denn noch passieren? 4 Tage? Warte mal. Erste Folge, 1 Tag. Dann die Nacht, wo ja. Ja, wer war das nochmal? Jolene und Stanley ja was hatten. Dann nächster Tag. Folge 3, 4 vielleicht so. Ist das der 4. Tag? Boah, das ist jetzt gerade wirklich eine interessante Frage, ob das der 4. Tag ist. Interessant aber. Ja. Oh.
Warum weint sie aber? Das ist irgendwie eine komische Reaktion darauf, dass Stanley mit Selina und ihr ein Dreier will. Anstatt, dass man irgendwie so ein Gespräch zeigt, wie sie da noch rausgeht. Man sieht sie einfach jetzt nur auf der Treppe sitzen. Alles klar. Hey, was ist los? Wer bist du? Na, ich bin Orange and Orange. Fit Superstar. 130.000 Follower. Und was machst du hier? Also ich bin krass Klassenfahrt-Fan und dachte mir einfach, ich schau mal rum. Ach so. Also, warum weinst du? Mein Freund ist einfach voll das Arschloch. Ich will dich damit nicht langweilen, aber ich versuche wirklich eine gute Freundin zu sein. Und so wie er mich behandelt, ich glaube, das geht wirklich nicht. Also ich habe gerade auch die Liebe meines Lebens verloren. Ich weiß, wie du dich ungefähr fühlst. Wirklich? Ja, also, du gefällst mir auch. Und wie alt bist du denn? 17. Bruder, muss los. Läuft. Geil. Oh, geil. Ja, oh. Ich schenke dir auch noch ein bisschen Wein ein. Oh. Magst du Rotwein? Ja, ich liebe Wein. Ist das, wo kommt der her? Aus Österreich, trockener Rotwein. Oh, geil. Dankeschön. Aus Österreich. Ich bin echt froh, hier zu sein jetzt. Ja, du hast ja die 12B kennengelernt. Ich bin geschafft. Also die letzten Tage mit denen waren echt... Ja, die sind ja auch alle mega anstrengend, ne? Erstmal Prost. Erst hör mir auf. Tschüss. Irgendwie... Oh, der ist gut. Ja? Ja, sehr gut. Das ist genau mein Fall. So wie du. Was wolltest du sagen? Es wäre schön, irgendwie mal abzuschalten. Zum Beispiel zur Ostsee zu fahren. Ostersee dann. Ja. Oh mein Gott, warte. Also willst du weg? Ja. Kann ich verstehen. Das ist auch, ey, ich hab mega die Idee. Sollen wir durchbrennen? Ich bin YouTuber, ich habe echt viel Geld. Wir können einfach abhauen. Meinst du das ernst? Ja klar. Lass uns einfach abhauen. Okay, dann... Scheiß auf die anderen. Sollen wir Flasche, los? Flasche trinken. Flasche und dann ab ins Auto, okay? Okay. Oh Gott. Ich bin froh, hier endlich mal rauszukommen. Wir reden wieder mit. Es gibt. Ich weiß ja nicht, ob ihr das gerade seht, weil ich ja unten in der Facecam bin, hier unten rechts. Aber ich finde es gerade mega witzig, wie Revi da im Hintergrund einfach sitzt. Schwierige Situationen, die muss man erstmal handeln. Zum Beispiel nachts von einem Schüler angefasst zu werden. Sie haben doch Georg angefasst, Frau Ostermann, also. Wie gesagt, also es ist nicht immer leicht, eine gute Lehrerin zu sein. Geil! Beste Folge bislang. Ohne Witz, also von der Staffel bis dann die beste. Oh nein. Ich bin gerade bei Amazon ein bisschen shoppen und ich muss mal richtig dringend. Wisst ihr, wo bei Amazon die Kundentoilette ist? Kennen wir doch aus dem Trailer die Szene. Ach egal, jetzt ist nicht so spät. Manchmal ist irgendwie komisch, oder? Manchmal? Irgendwie weird. Egal. Boah, ich glaube, das mit dem Dreier, ich glaube, das war zu viel für Cheyenne. Meinst du? So ein Dreier, das sind, die ist, sie ist ja auch noch irgendwie recht jung, ne? Es kann sein, dass sie damit irgendwie überfordert ist oder so. Ich glaube, du machst dir ein bisschen zu viele Sorgen. Ich bin mir sicher, es wird alles sich zum Guten wenden. Ja, für dich ist das normal, du machst so Sachen immer. Ich bin ja echt noch gespannt, ob es noch zum Dreier kommt. Muss ich zugeben. Aus dem Trailer wissen wir ja noch von der Szene, wie Cheyenne irgendjemanden nicht wette, mal Stanley so ein Kissen hinterher wirft, so von wegen, ich mein's ernst, verpiss dich, glaube ich, waren die Worte. Ich glaube, in der Folge nicht. Irgendwann muss ja die Szene noch kommen, so gesehen. Da bin ich echt gespannt drauf. Was dann noch geht, so Selina, Stanley, Cheyenne, das wird noch sehr interessant. Zeus. Was hat denn Kenneth schon wieder? Ich habe eine Frage an dich. Weißt du zufällig, wie man 1 Million Euro am besten anlegen kann? Eine Million Euro? Ja, genau. Wie kommst du drauf? Also, eigentlich wollte ich es ja noch niemandem erzählen, aber ich habe 1 Million Euro gewonnen übers Internet. Oh nein. Wo genau? Also ja, hier, schau mal, ich habe die E-Mail bekommen und da stand dann, sie haben 1 Million Euro gewonnen und einfach nur drauf. Man geht doch nicht auf die Mails.
ohne Witz, es gibt so diese behindertsten E-Mails überhaupt. Sie haben 1 Million Euro gewonnen oder Amazon hat ein Geschenk für sie hinterlegt. Alter. Klick auf den Link. Aber cool, dass man darauf eingeht. Hast du da drauf geklickt? Ja, ich habe auf den Link geklickt. Oh nein. Hast du irgendwas ausgefüllt oder so? Ja, mein Namen, die Adresse und Kreditkarteninformationen. Die müssen das Geld ja auch irgendwie zusenden, ne? Das ist eine Spam-Mail. Man darf doch auf sowas nicht antworten. Also, keine Ahnung, vielleicht kannst du es noch irgendwie löschen, oder? Warte mal. Was? Oh, es ist ausgegangen. Mach schnell mal wieder an, dass wir das irgendwie... Wir müssen die Mail löschen, irgendwas. Nee, es geht gar nichts mehr. Ach, was ist, den hatte ich zum Geburtstag bekommen. Geil, Virus drauf. Ein Virus oder so. Ja. Hey, Anastasia. Kenneth? Ja, sorry, Bro. Kommst du bitte raus? Ich glaube, jetzt wird's interessant. Nicht umsonst heißt die Folge aus Mitleid mit ihm schlafen. Geht's dir ein bisschen besser? Ich glaube, ich habe einfach überreagiert. Es war total schön, dass du vorhin so für mich da warst. Gern. Ich kann dich auch verstehen. Aber pass auf, ich habe eine Idee. Okay. Aber versteh das bitte nicht falsch, okay? Was ist, wenn wir miteinander schlafen? Versteh das nicht falsch. Lass uns miteinander schlafen. Was soll man daran falsch verstehen? Es ist echt nicht böse gemeint, okay? Und dann noch der Satz, es ist nicht böse gemeint. Ich möchte dir einfach helfen, dass du ein bisschen selbstsicherer wirst. Und gleichzeitig möchte ich auch einfach herausfinden, ob ich nicht einfach nur bisexuell bin. Und wir würden uns gegenseitig helfen. Und wir würden sogar Sport machen. Also es ist ja... Ja, das kann super romantisch werden. Ich... Super gerne, also total lieb von dir. Gerne. Komischer kann die Situation nicht sein. Komischer kann die Situation echt nicht sein. Ist schon doof, dass Hannah jetzt bei Jos geblieben ist, oder? Also mich wundert's, weil ich dachte... Warum hat die sich denn jetzt so aufgebrezelt? Will sie irgendwo hingehen? Ihr seid so dick. Ja, an sich schon, aber ich meine... Guck mal, ich hab doch jetzt Drexler. Ich meine, wir verstehen uns super. Ich meine, wir sind super glücklich und... Ja, aber dass ihr euch einfach für einen Jungen stehen lasst? Ja, aber ich meine, in der Liebe ist es halt so, oder? Was sagst du? Finde ich auch. Also ich kenne mich ja nicht so aus noch. Ja, wie läuft's denn bei euch? Also wer ist so der Romantiker von euch beiden? Ja, du? Oh, hatten die noch nicht? Also sagen wir es mal so, wird's romantisch, dann habe ich eigentlich gleich Lust auf Sex und... Oh ja, wer ist denn eigentlich der Aktive bei euch beiden? Ja, also nein. Ja, das ist eine einzige Geschichte. Wir haben es noch nie getan. Ja. Oh mein Gott, wie süß. Ihr habt es noch gar nicht gemacht? Ja, aber wir haben uns vorgenommen, dass wir es auf der Klassenfahrt machen wollen, weil ich meine, es ist doch wichtig, dass man wirklich ein wirklich wildes Sexleben miteinander hat und... Es muss doch erlebnisreich sein und man braucht viel Abwechslung. Und ich meine, das ist doch das Schönste hier an der Klasse. Also ich meine, das will ich hier auf der Klassenfahrt mit. Man braucht Abwechslung, man muss Erfahrung sammeln. Stanley ist vielleicht jetzt hier in der Serie, keine Ahnung, vielleicht spielt er da so einen 20-Jährigen, 19, 20. Sie ist ja 17. Wie alt ist Selina? Die ist auch so 20. 21, sag ich jetzt mal. Und auch wenn die beide älter sind, aber man denkt schon so darüber nach, so, ich will meine Erfahrung sammeln. Und es klingt jetzt vielleicht komisch, aber ich sag mal, ein Dreier kann immer auch Beziehungen kaputt machen. So gesehen, Stanley, Cheyenne, ein Paar, Selina, so gesehen ja eine Außenstehende. Aber man weiß ja noch nicht, was passiert auch zwischen Stanley und Selina. Das wird ja auch noch sehr interessant, glaube ich, aber... Mit ihm machen zusammen und... Ja, und deswegen überlegt sie jetzt gerade, was mache ich? Ja. Ich habe noch keinen Plan davon, aber ich glaube auch. Wir werden das schon heraus. Oh Mann, Drexler. Also ich mag ihn. Wenn man Cheyenne so sieht, das macht einen schon fertig. Also ich meine, sie ist halt extrem down. So und vor allem, ich meine, Stanley, ja? Er ist so gefühlskalt, so emotionslos. Das ist so... Auch wie er früher Drexler, also Pimni, behandelt hat, das ist so. Er überschreitet damit echt ein paar Grenzen. Das stimmt. Das hat Fernando gut auf den Punkt gebracht. Und jetzt brennt sie durch. Geil. Wie geil. Tschüss, ihr Wichser. Haha.
Geil. Geile Sache. Was macht Jürgen da schon wieder? Hi. Na, wie geht's? Was genau machst du hier? Passt auf. Was hatte sie auf der Treppe nochmal an? Irgendein Top. Eben vollkommen anders gestylt und jetzt sieht sie so aus. Ich frag mich, wann die Szenen gedreht haben, weil das geht nicht so flüssig ineinander über, oder? Ich bin doch jetzt nicht blöd. Diese Statue ist voll verstaubt, hat man mir gesagt. Und da ich ja hier der Gärtner bin, Jürgen. Hi. Cheyenne. Hallo, Cheyenne. Okay, und das heißt, du läufst einfach rum und putzt alles, oder? Nicht nur das. Ich schneide auch die Hecken, mähe den Rasen, versuche die ganzen Maulwurfs. Kannst du deine Nummer haben? Oh, ja. Warum denn nicht? Okay. Jürgen, sie ist 17, okay. Nur für dich zur Also Info. Die Mädels hier sind schon ganz schön süß. Aber ich weiß nicht, irgendwie, ich habe über 600 WhatsApp-Kontakte. Ich meine, und das sind halt alles Mädchen. Also, läuft bei mir. Dieser Jürgen kommt mir noch nicht so ganz astrein rüber. Irgendwas hat der noch, ich weiß nicht was. Der hat doch irgendein Geheimnis. Zeus, bist du glücklich? Anastasia, wirklich, ich habe keine Zukunft mehr gesehen und war komplett am Ende, aber das hier ist einfach der schönste Moment meines Lebens. Ich bin so froh, dass ich dir helfen konnte. Ich habe mein Ziel damit erreicht. Aber es kribbelt auch. Also das fühlt sich wirklich schön an. Es ist romantisch mit dir. Oh. Bin ja mal gespannt, ob die beiden vielleicht ein Paar werden? Mal gucken. Da ist nochmal Jürgen. So, okay. Jetzt ist er das erste Mal auch drin, ne? Hey. In diesem Schloss. Oh, was ist denn los? Hm? Hey. Mensch, Geo. Was ist denn los? Ich hatte vorhin, fast mein erstes Mal. Okay. Und, ja, ist nicht so gelaufen. Ich möchte eine Theorie aufstellen. Ist euch auch was aufgefallen? Das klingt jetzt vielleicht komisch, aber in der ersten Episode, wo er ja Selina und Anastasia getroffen hat und jetzt eben Cheyenne, hat er so gesehen ja nicht so Körperkontakt, wie man das beim vierten Jahr sonst manchmal macht, so gesucht. So von wegen Schulter gefasst oder so. Okay, Hand gegeben, ja okay, aber ich meine jetzt so an sich. Und er weiß nicht, wer das ist. Man tröstet zwar, aber wenn man einen nicht kennt, dann setzt man sich nur daneben und man hört sich's an. Bin ich ganz ehrlich. Oder würdet ihr jemand Fremden so die Schulter, einfach so die Hand auf die Schulter legen? Kann es sein, dass Jürgen homosexuell ist? Ich möchte einfach erstmal so die Theorie aufstellen, mal gucken, ob ich recht habe. Okay, wieso? Woran lag's? Was war denn das Problem? Also ich habe meine Unterhose runtergezogen und da hat sie gelacht und... Okay. Warum hat sie gelacht? War deine Unterhose witzig oder sind die so cool wie deine Socken? Nein. Seht ihr? So versteckte Komplimente. Mein Geschlechtsorgan ist nicht so groß wie bei anderen. Ist das gerade dein Ernst? Also es geht, weil dann... Okay, okay. Alles gut, es ist alles okay, das ist nicht schlimm, das ist wirklich das eines der kleinsten Probleme auf dieser Welt. Wirklich. Ja, und das ist stimmt. Auch nicht dein Problem. Es gibt viel schlimmere Sachen, aber... Ich erzähl dir mal was. Bei mir lief das genau so ab, dass ich nach paar... Okay, das erzähl ich auch nur dir. Ne? Seht ihr so diese persönliche Basis, so Körperkontakt ohne Witz? Das sind so versteckte Hinweise. Ich wette jetzt schon darauf, Jürgen ist homosexuell. Ich wette und schwör safe darauf. Ach, das ist peinlich. Aber ich kann es dir erzählen, dass ich nach ein paar Sekunden wirklich gekommen bin. Also nicht nach einer Minute oder nach zwei Minuten, das war nach ein paar Sekunden. In ihr Gesicht. Und das war nicht mein Ziel. Wirklich nicht. Es ist alles okay, wirklich. Also da brauchst du nicht traurig für sein.
Das kennt es. Georg, was ist denn mit dir los? Du weinst ja schon wieder. Georg. Mann. Ja, weißt du, du kannst doch wieder bei mir im Bett schlafen. Ist das okay? Ja, gerne. Bist du nicht der Typ von Rhino Shield? Oh nein. Rhino Shield? Ja. Ja, er hat mich erkannt, Georg. Aus dem Internet mit Rhino Shield. Ja. Das kann nicht kaputt gehen. Stimmt. Soll ich es dir zeigen? Ja, ich kann es dir direkt zeigen. Ja. Also, es kann nicht kaputt gehen. Oh. Egal aus welcher Höhe. Oh nein. Ich stehe auf Zehenspitzen, okay? Okay. Ich stehe auf Zehenspitzen. What? Schau. Es lebt noch. Schau dich an. Ja, es lebt noch. Noch ganz normal. Es lebt noch. Es ist Rhino Shield. Geil. Hast du es gesehen? Ja. Ich wollte noch fragen, ob wir vielleicht Nummern austauschen könnten, weil ich finde dich echt nett und wir könnten dann vielleicht... Warum denn nicht? Ich denke mal freundesmäßig. Soll ich dann geben mir die Frauen ihre Nummern. Aber okay, ja, gerne. Du bist cool. Freundesmäßig. Alles klar. Was? Erstmal zensieren hier. Aber man sieht es hier unten, glaube ich, auch ein bisschen so am Hals, oder? Glaube ich. Aber wir haben es auch schon unzensiert gesehen im Trailer. Das weiß ich noch ganz genau. Was machst du hier? Erzähl. Was? Wie war es? So unglaublich. Warte, du hast hier noch ein bisschen Zeusnachwuchs. Zeus Nachwuchs. Das war einfach unglaublich. Und du weißt, du glaubst das gar nicht. Unglaublich. Er hat so eine Ausdauer. Ich muss duschen, ja? Okay. Nee. What? Ich hasse das einfach. Ich hasse das, wenn ich so übergangen werde. Wenn ich nie mitentscheiden darf. Wenn ich nie gefragt werde. Vielleicht bin ich auch ein Mensch. Hallo. Guten Morgen, Lena. Hi, hast du schon gehört? Frau Ostermann, die ist weg. Verpiss dich mal ins Geh! Ich will dich nicht sehen! Okay, fassen wir zusammen. Irgendwas passiert mit Stanley und... Stanley! Irgendwas passiert mit Drexler und Fernando. Ich weiß jetzt gerade nicht, wer da sonst noch stand. Stanley und Selina küssen sich. Cheyenne wirft ihn raus. Und haben jetzt ernsthaft... Layla und ja, und Zeus was? Das wäre jetzt übelst krass, wenn jetzt so nächstes Dreieck passiert, wenn Anastasia sich so denkt, Mensch, Stanley, Mann, Zeus so von wegen ganz süß und ich würde gern so mit ihm etwas näher und so und vielleicht mehr so als Freundschaft oder so. Und jetzt kommt da Layla, die einfach ins Zimmer gegangen ist, nachdem Anastasia so voll euphorisch gesagt hat, es war unglaublich und so. Also, ich freue mich. Jetzt gleich in 10 Minuten kommt die neue Folge. Freue mich schon drauf. Für euch demzufolge morgen dann die Folge. Und dann wird es so sein, dass immer so, ich sag mal, 2 bis 3 Tage später die Reaction dann zur neuen Folge kommen. Weil, wir sind ja jetzt so gesehen auf einem aktuellen Stand. Ich glaube, jetzt für euch ist... Muss ich mir überlegen. Ihr wisst ja, welcher Tag ja heute für mich dann ist, wenn jetzt gleich ja die 14. Folge kommt. Jetzt gerade, wenn die Folge hier rauskommt, ist für euch Mittwoch. Das heißt, morgen am Donnerstag kommt dann ja die 14. Folge. Und demzufolge kommt die 15., die jetzt Freitag kommt. Nächste Woche Montag oder Dienstag. Ich würde jetzt mal Montag sagen. Freut euch auf jeden Fall drauf. Ich fand die Folge echt cool. Und Frau Ostermann ist jetzt weg. Mit Revi durchgebrannt. Krasse Sache. Ich freue mich auf die nächste Folge. Jetzt gleich nehme ich sie auf. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Gerade auch in Bezug eben Stanley und so. Also, ich freue mich drauf. Schreibt in die Kommentare, ob euch auch die Folge gefallen hat. Kanal von Krass Klassenfahrt ist natürlich unten in der Beschreibung verlinkt. Und ich freue mich. Wir sehen uns dann das nächste Mal hier wieder auf meinem Kanal oder zu einem anderen Video. Und mir bleibt noch zu sagen, Anpfiff, Abpfiff, Tor. Ciao, Fußballfreunde, und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.